Hallo, mein Name ist Christina Jurik und heute male ich mal einen Himmel mit euch, beziehungsweise zwei Himmel. Ich habe hier zwei Papiere vorbereitet, weil ich euch ein bisschen den Unterschied zeigen möchte, wenn ich auf einem nassen Papier arbeite oder in ein trockenes Papier gehe. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, Himmel zu malen. Und wie alles im Aquarell, wenn es nass ist und wenn es fließt, ist es etwas schwierig zu steuern. Und das Aquarell hat immer so ein bisschen sein Eigenleben. Ich weiß zwar ungefähr, wo ich hin will, aber es trägt mich auch oft woanders hin. Eine Grundregel, wenn ihr Himmel malt, ist immer rein und ziemlich schnell wieder raus. Also nicht minutenlang da herumfuhrwerken, das fällt dann wieder unter Verschlimmbessern und es wird einfach nicht besser. Und wenn das erste eben nichts wird, dann macht ihr den zweiten Versuch und den dritten. Ich werde das erste gleich mal mit nassem Papier beginnen. Ich mache meine Fläche hier gleichmäßig feucht und ich gehe jetzt auch mit meinem Flachpinsel mehrmals drüber und rüber, dass die Fläche gleichmäßig feucht wird. Am schnellsten trocknet die Fläche natürlich an den Rändern. Das heißt hier so in der Ecke, hier am Rand. Wichtig ist, dass ihr nicht zu wenig Wasser habt oder trockene Stellen jetzt zwischendrin und auch nicht zu viel Wasser, weil sonst läuft es nur noch davon und ihr könnt keine Wolkenformationen mehr andeuten. So, das sieht jetzt schon ganz gut aus. Meine Farbe ist weich im Kasten, sie ist verarbeitungsfähig. Es ist jetzt nicht so, dass die Farben hart sind und durchgetrocknet, weil dann hätte ich keine Chance. Dann brauche ich viel Wasser, um das Pigment erstmal anzulösen. Und viel Wasser auf dem Papier und viel Wasser im Pinsel, dann habe ich keine Chance. Dann läuft alles nur davon. So, ich nehme jetzt hier etwas Koellinblau und ein bisschen Ultramarin. Und was ich ja jetzt male, sind nicht die Wolken selber, sondern den Himmel da hinten. Die Wolken sind ja weiß und die muss ich stehen lassen. Ich arbeite im Flachpinsel nicht nur mit der flachen Seite, sondern ganz, ganz viel auch mit der Spitze hier unten. Und dadurch kann ich auch verschiedene Wolken formen. Je nachdem, wie viel Farbe ich jetzt hier im Pinsel habe, wird der Himmel dunkler oder heller. Ihr seht, ich bekomme schöne, weiche Übergänge hier. Und die Wolken werden natürlich kleiner, wenn sie nach hinten weggehen. Wir haben ein bisschen Perspektive. Ich habe hier oben eine große Wolke und hier unten kommen mehrere kleine Wolken. Um ein bisschen Schatten in die Wolke anzudeuten, nehme ich gleich noch ein bisschen Sienna gebrannt mit hinein. Ich mache meinen Pinsel wieder sauber, nehme das überschüssige Wasser raus mit dem Schwamm und mische jetzt ganz vorsichtig ein klein bisschen Sienna gebrannt und Ultramarin zusammen. Das gibt so ein warmes Grau und setze es hier unten, das ist zu blau. Noch ein bisschen mehr Sienna gebrannt. Ich gehe immer erst mit der Farbe auf meine Palette. Auf der Palette sehe ich, ist die Farbe richtig oder muss ich noch was anderes dazu nehmen. Und so sieht es aus, als ob ich noch ein paar Schatten unter den Wolken habe. Das gibt Ihnen noch ein bisschen Dreidimensionalität. Immer schön variieren, auch hier unten die unteren Wolken. Bekomme noch ein bisschen Farbe und während ich hier zum Horizont komme, lasse ich alles auslaufen. Ob ich jetzt noch eine kleine Landschaft draus mache, weiß ich noch nicht. Ich lege mal die gleichen Farben noch mal unten hinein, die ich oben habe. Und dann schauen wir mal, was daraus wird, wenn es trocken ist. So, das war trocken auf nassem Papier. Jetzt auf der Gegenseite mache ich das Papier vorher nicht feucht und somit brauche ich etwas mehr Feuchtigkeit in meinem Pinsel. Ansonsten, wenn ich zu wenig Wasser in meinem Pinsel habe,
werden die Wolken, beziehungsweise ich male ja den Himmel, zu strichig und ich sehe jeden Pinselstrich. Und diese Ratio, wie viel Wasser im Pinsel ist, wie viel Pigment, das bekommt ihr ziemlich schnell raus, wenn ihr ziemlich viel übt. Ohne Üben geht gar nichts. Übung macht den Meister, gerade im Aquarell. So, ich mache meinen Pinsel wieder richtig schön voller Farbe. Und da hängt schon wieder ein Haar. Weg damit. Und forme mir jetzt hiermit so ein bisschen zu viel Feuchtigkeit im Pinsel. Ich möchte hier oben so ein bisschen die raue Struktur der Wolken haben. Und während ich den Himmel male, forme ich meine Wolken. Und hier kann ich auch wieder variieren. Ich gehe ein bisschen dunkler mit dem Himmel. Ich lasse vielleicht ein bisschen dunklere Farbe hineinlaufen und dann wieder etwas hellere Farbe. Dann nehme ich wieder etwas mehr Wasser, wasche meinen Pinsel mal kurz aus, mache hier eine kleine Verbindung, ziehe die Farbe von oben herunter mit viel Wasser. Ich muss jetzt viel feuchter arbeiten, wie hier auf meiner Gegenseite, wo das Papier ja schon feucht war. So, und jetzt lege ich auch von der gleichen Farbe hier etwas Braun unten als Schattenfarbe hinein. Lass es etwas weiterlaufen. Und ich habe zwei Wassertöpfe hier stehen. Ich zeige es euch mal kurz. Einmal Dreckwasser, einmal sauberes Wasser. Und immer wenn ich sauberes Wasser brauche, wie zum Beispiel hier, gehe ich in meinen rechten Topf. Und wenn ich die Pinsel auswasche, in den linken Topf. So, da haben wir schon die erste Wolke. Ich habe so nicht ganz alles im Griff, das ist normal bei Aquarell, es läuft, es arbeitet, es tut. Deswegen muss man auch meistens sehr schnell agieren, weil man hat nicht sehr viel Zeit. Es trocknet natürlich, die Zeit arbeitet immer gegen einen. So, wieder ein bisschen Schatten hier unten. Wenn ich zu strichig werde, dann gehe ich wieder auf die Kante meines Pinsels. Wieder auswaschen, wieder klares Wasser, etwas herausziehen und auch während ich wieder Richtung Horizont gehe, forme ich meine Wolken etwas kleiner. Das ist so eine Sache im Aquarell, immer wenn ich weiße Formen male, muss ich ja den Zwischenraum malen. In diesem Fall ist es der Himmel. Ich denke zwar Wolke, also wenn ich Himmel male, denke ich in diesem Fall Wolke. So, jetzt kommen wir dem Horizont immer näher, das ist schön. Wer möchte das nicht? Und irgendwann kommt auch mein Land, dann gibt es keine Wolken mehr. Und auch wie unserem Beispiel nebenan, lasse ich das Blau noch ein bisschen hier in den Vordergrund laufen. So, unseren Himmel haben wir soweit. Ich werde die zwei Bilder jetzt kurz föhnen und mit zwei, drei Strichen machen wir noch eine kleine Landschaft draus. Schnitt, Schnitt, Schnitt! 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 Oder? Ja, gut. So. Du läufst auch schon. Ich lauf schon. Ja, du läufst schon. Bist schon an Sendung. So, da bin ich wieder. Es ist alles schön trocken jetzt. Jetzt sieht man auch schön den Unterschied zwischen den zwei Wolkenstudien. Einmal nass in nass und einmal nass auf trocken. Und mit ein paar Pinselstrichen können wir jetzt hier unten noch eine kleine Landschaft anlegen. Ein bisschen mehr oder so. Ich muss es gerade mal ein bisschen drehen, damit ich hier gut hinkomme und einen einigermaßen geraden Horizont hinbekomme. Der ist ja auch gerade. So, und nachdem jetzt oben alles nass in nass ist, kann ich jetzt nicht hier unten nur so harte Kanten reinsetzen, weil sonst ist der Kontrast einfach viel zu hart und löst es jetzt hier mit ein bisschen Wasser wieder an. Und lass es hier nur ein bisschen auslaufen.
Und ich empfehle euch, solche kleinen Studien so oft wie möglich zu machen. Es müssen gar keine großartigen, tollen Kompositionen sein. So kleine Studien, da lernt man viel mehr. Und man kann sich auf eine Sache konzentrieren, wie jetzt zum Beispiel die Wolken mit ein bisschen Wasser. So, noch rechts ein bisschen. Da können wir vielleicht eine Marschlandschaft draus machen. Schauen wir mal, was es werden will. Bisschen Farbe, bisschen Wasser laufen lassen. Auch ein bisschen was von diesem Untergrund jetzt hier durchscheinen lassen. Das gibt auch wieder Harmonie im Bild. Deswegen habe ich die Farbe, die hier oben war, auch hier unten gleich nochmal eingebracht. Vielleicht ein bisschen Trockenstruktur dazu. Sieht vielleicht ein bisschen matschig aus. So, ein bisschen klares Wasser, ein bisschen auslaufen lassen. Und jetzt stellen wir hier, dann nehme ich nochmal meinen Flachpinsel, der kann das besser. Ich frage immer meine Pinsel, wer für welchen Job zuständig ist, und irgendeiner schreit dann hier. Und mit der Zeit lernt man auch, diesen Pinseln zuzuhören, wer am lautesten schreit. So, hier noch ein kleiner Baum, ein kleiner Busch. Um diesen Horizont hier ein bisschen zu brechen, hier oben. Kratzen wir noch ein paar Gräser hinein. Hier vorne. Und dann haben wir schon eine kleine Landschaftsstudie, in der wir viel gelernt haben. Na, hier ist noch ein bisschen nass, hier läuft die ganze Sache noch ein bisschen zurück und ich kriege dunkle Gräser, aber das ist nicht tragisch, das passt auch dazu. Noch ein paar kleine Vögel. So, der hat noch eine richtig schöne Spitze hier, der Pinsel. So, die hat hier jemand aufgeschreckt, die kommen hier alle raus. Da noch ein. Ja. Und fertig. Einige von euch werden sich vielleicht fragen, warum ich jetzt mein Papier mit Klebeband festmache. Einmal deswegen, weil es sich sonst zu stark wellt. Wenn das Papier nass wird, dehnt es sich ja aus und das hält es schon ein bisschen an Ort und Stelle. Wenn ich es jetzt trocknen lasse und föhne, dann gehen die Wellen auch zurück, es wird wieder glatt. Und es hat auch einen sehr schönen Nebeneffekt. Es gibt nämlich gleich so eine Art Passepartout. Und ich sehe dann auch schon besser, wie das Bild wirkt. Und auch ein Aquarell wird ja hinter Glas gerahmt. Und so habe ich auch ein bisschen mehr Raum, dass das Aquarell sehr gut hinter das Passepartout befestigt werden kann, um einen Abstand vom Glas zu bekommen. Man soll ein Aquarell ja nie genau hinter Glas setzen. Deshalb wurde das Passepartout erfunden. Ja, und es sieht gleich irgendwie schön ordentlich aus.